Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute zeige ich dir, wie du mit einem mega krassen, K-tastischen Tipp mehr Spannung in deine Sales-Porträts und in deine Porträts bringst. Was du machen musst, das erfährst du nach dem Intro. Einfach mal verschiedene Porträts ein, die alle etwas gemeinsam haben und mal schauen, ob du es gleich auf Anhieb checkst, um was es geht, was der heutige K-Tipp ist. Ja, hier kommen ein paar Sales-Porträts. Musik ab! Alle gemeinsam haben? Ich denke, du hast es erkannt. Es geht nämlich darum, immer eine Gesichtshälfte zu verdecken und dadurch einfach mehr Spannung in seine Porträts zu bekommen, so dass die Porträts auch so einen gewissen geheimen, mystischen Bildlook erhalten, weil man ja nicht das gesamte Gesicht zeigt und immer eben eine Hälfte verdeckt. Ja, das ist wirklich ein mega Tipp. Und an dieser Stelle starten wir jetzt direkt die erste Foto-Challenge im Jahr 2020. Yes! Mich würde nämlich jetzt interessieren, wie du den heutigen Tipp direkt umsetzt in deiner Porträtfotografie, sei es jetzt, wenn du andere Menschen fotografierst oder wenn du, so wie ich es auch sehr oft mache, Sales-Porträts machst. Setze den heutigen Tipp um und lade das Ganze dann auf Instagram mit dem Hashtag ChristinaK hoch. Und werde in meinem nächsten YouTube-Video gefutured. Also nicht im nächsten als solches, sondern in meinem nächsten YouTube-Video, wo es eine neue Challenge gibt. Ich möchte das nämlich 2020 jetzt wieder angehen. Jeden Monat machen wir zusammen eine Foto-Challenge. Wenn du mich schon länger folgst, weißt du, dass ich das früher auch recht häufig gemacht habe und das kam super bei euch an. Und dieses Jahr nehmen wir das wieder zusammen in Angriff und kreieren wundervolle K-tastische Fotos. Ja, mich interessiert es mega, wie du den heutigen Tipp umsetzt. Wie gesagt, lade das Ganze bei Instagram hoch mit dem Hashtag ChristinaK. Ich stalke dich, gebe dir Feedback und ich future auserwählte Profile bzw. ein paar Ergebnisse in dem nächsten Video, was es dann im Februar gibt. Und dann im Februar zeige ich dir natürlich auch gleich einen neuen Tipp und starte wieder eine neue Challenge. Das heißt, du hast jetzt knapp einen Monat Zeit, diesen Tipp umzusetzen und richtig coole Fotos zu machen. Ich bin gespannt und ja, wir sehen uns direkt schon am Donnerstag. Da kommt das neue Video, das nächste Video hoch hier auf YouTube. Und zum Schluss müssen wir noch mal ganz kurz klären, auf was für einem Kanal wir sind. Wir sind nämlich auf folgendem Kanal. The Key zur kreativeren Fotografie. Da weißt du Bescheid. Jetzt zum Schluss noch eine Frage. War dir dieser Tipp ein Begriff oder kanntest du den Tipp vorher schon? Wenn du mich schon länger folgst, wahrscheinlich, weil ich habe den schon mal in der Insta-Story gegeben und in einem Insta-Posting.
Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier bei YouTube dabei und kennst mich noch gar nicht von Instagram, von Pinterest oder von meinem Blog oder von meinem Buch Style Light Shoot, kreativ fotografieren mit DIY Equipment. In diesem Buch zeige ich dir nämlich mega geniale kreative Foto-Hacks, die mit wenigen Mitteln deine Fotos auf das nächste Level katapultieren. Ja, wie gesagt, wenn du das erste Mal dabei bist und nicht diesen Tipp kanntest, den ich dir heute gegeben habe mit diesem ein Auge verdecken, beziehungsweise eine Gesichtshälfte immer verdecken, lass mich unten mal wissen, ist dir der Tipp neu oder nicht? Und wenn du den Tipp schon kennst, dann würde mich interessieren, hast du mein Fotobuch? Lass es mich unten gerne wissen. Ich bin mega gespannt, wer jetzt hier auch von den Zuschauern wirklich mein Buch hat. Wie gesagt, diese zwei Fragen interessieren mich. Schreib mir die Antwort unten hin. Hast du mein Fotobuch? Wie hat es dir gefallen? Lass es mich unten wissen im Kommentarfeld. Und war dir der Tipp schon ein Begriff, der heutige K-Tipp? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Wir sehen uns am Donnerstag. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren guten Start in die neue Woche. Und denk immer dran, schön positiv und gelb zu bleiben. Let's go!